Hallo Freunde. Jeder Mensch hat einen Traum. Es gibt einige Leute, die nicht davon träumen, reich oder berühmt zu sein. Sie träumen von einem Wunder. Und wenn so ein Wunder dann passiert, sind sie überglücklich. In Wirklichkeit kann jeder ein Wunder erleben, man muss es nur wollen. Denn die Natur ist so atemberaubend, dass man nur genauer hinschauen muss, um Unglaubliches zu entdecken. In unserer heutigen Folge geht es um erstaunliche Tiere. Im Westen von Schweden wohnt ein Naturliebhaber, Träumer und Gemeinderat, genauer Hans Nilsson. Er versucht schon 3 Jahre lang in der värmländischen Gemeinde Eda den seltenen Elch zu treffen, über den es in der Gegend viele Gerüchte gibt. Solch ein seltener Elch wird in Schweden Geist des Elchs genannt. Und endlich erfüllte sich an einem sommerlichen Abend Nilssons Traum. Der majestätische Geist hat ihn sogar recht nah an sich herangelassen. Und Hans hat das Wunder circa 20 Minuten lang beobachtet und ein schönes Video gefilmt, in dem der Elch badet. Das Video ging in einer Woche viral. Dieser weiße Elch wohnt in dieser Gegend. Zum ersten Mal habe ich ihn an einem Abend bemerkt. Aber an dem Freitagabend, an dem ich das Video gefilmt habe, war alles perfekt. Der Platz, das Licht und die ungewöhnliche Ruhe. Das war ein unvergessliches Ereignis, so ein erhabenes Tier von so nah zu sehen, sagte Nilsson in einem Interview. Die Anzahl der Elche wächst in Schweden im Sommer bis zu zwischen 300 und 400.000 an. Aber nur etwa 100.000 dieser Elche haben ein schneeweißes Fell. Die Hälfte von ihnen wohnt in den Wäldern von Eda. Das ungewöhnlich weiße Fell könnte 2 Gründe haben. Albinismus oder Leucismus, eine genetische Mutation, aufgrund derer sich die Haut- und Fellfarbe verändert, aber nicht wie im Albinismus die Augenfarbe. Wissenschaftler sagen, dieser Elch sei kein Albino, da seine Augen nicht rot sind. Die weiße Farbe des Geweihs und des Fells lässt sich mit einer rezessiven genetischen Mutation erklären. Hans Nilsson hat sein Glück noch am selben Abend mit der Welt auf Facebook geteilt und innerhalb einer Woche hatte das Video 701.000 Klicks. Die Leute aus der Gegend sind mittlerweile unzufrieden, dass die Elche so berühmt geworden sind. Viele Leute wandern jetzt durch die Wälder, um ebenfalls diese Wunder der Natur zu sehen und die Elche ziehen auch Jäger an, die nach solchen Trophäen jagen. Im Internet haben wir einen süßen Welpen gefunden, bei dem man auf den ersten Blick gar nicht erkennt, ob es eine Katze oder doch ein Hund ist. Eine perfekte Variante für diejenigen, die beide Tiergattungen lieben. Mehrere 10.000 Zuschauer haben den 4-beinigen Internetstar nicht nur wegen seines Aussehens ins Herz geschlossen, sondern auch wegen seines süßen Gesichtsausdrucks. Die Fans diskutierten viel, welcher Rasse dieser Hund denn angehöre. Jemand meinte, es wäre eine Mischung zwischen einem Corgi und einer vietnamesischen Rasse namens Hmong. Die Besitzer des Hundes meinen, es sei wahrscheinlich eine Mischung von einem Hmong und einem Dingo. Aber sie fügten hinzu, dass es keiner genau wisse. Das junge Paar hat den Welpen in einer kleinen Stadt in den Bergen gekauft und gab ihm den Namen Ju. Im Vietnamesischen bedeutet das Bambusratte. Man kann sich nur fragen, woher dieser komische Name kommt. Das fluffige Wunder spielt gerne mit Menschen und auch mit anderen Tieren. Seine Hyperaktivität kennt keine Grenzen, wie man auf den Fotos sehen kann. In nur 5 Tagen hat dieser Hund ca. 50.000 Likes bekommen. Hauptsächlich von Leuten aus Vietnam. Aber in den letzten Tagen wurde Ju international bekannt. Der Welpe albert gern rum, was die anderen Hunde sehr freut. Solche Spiele hatten sie schon lange nicht mehr. Unter den Fotos gibt es unzählige Kommentare wie diese: Wie kann man sich in dieses Fellknäuel nicht verlieben? Oder man kann es locker mit einer dicken britischen Kurzhaarkatze verwechseln. Viele der Kommentierenden einigten sich darauf, dass es egal ist, ob es eine Katze oder ein Hund ist. Man könnte es einfach knuddeln und ihm lange den Bauch kraulen. Die meisten Heuschrecken sind Meister der Camouflage. Sie werden eins mit der Natur aufgrund ihrer Farbe. Aber ab und zu finden Menschen grellrosa Heuschrecken. Die meisten solcher Zeugen kommen aus Großbritannien und es geht dabei immer um Heuschrecken namens Cotypus parallelus. Richard Taylor, ein Wildnisfotograf, hat neulich dieses Insekt entdeckt.
Die rosa Heuschrecke hat sich in den Gräsern eines kleinen Teiches in der britischen Grafschaft Suffolk versteckt. Wissenschaftler meinen, die ungewöhnliche Farbe sei die Folge von Eurytismus, einer genetischen Mutation, bei der die Pigmentation von äußeren Geweben oft rot, orange oder rosa wird. Das kommt entweder von einem Mangel an schwarzem Pigment oder einem Überfluss an rotem. In der wilden Natur kennen wir nicht viele Tiere mit einer falschen Pigmentierung. Und alle, vor allem die jungen Tiere, sind besonders. Es fällt ihnen deutlich schwerer zu überleben, da Feinde sie zuerst entdecken. Es scheint aber, als ob die britischen Heuschrecken keine großen Probleme haben. Taylor trifft rosa Heuschrecken schon seit mehreren Jahren, was heißt, dass sie erfolgreich überleben und sich fortpflanzen und die Mutation weitergeben. In den tropischen Bergwäldern von Neuguinea lebt ein außergewöhnlicher Papagei. Er heißt offiziell Psittrichus fulgidus, aber aufgrund seiner blutigen Farbe wird er auch oft Dracula-Papagei genannt. Sie wurden 1831 nach Europa gebracht, als sie sehr gefragt waren, vor allem bei der Zucht. Man brauchte für sie feuchtes Klima und warme Temperaturen. Der Papagei ist größtenteils braun-schwarz, aber einige Federn sind leuchtend rot. An den Seiten des Kopfes sind keine Federn. Man glaubt, dass sich das durch Evolution so ergeben hat, damit der Vogel an den klebrigen Früchten, die seine Hauptnahrung sind, nicht kleben bleibt. Aus 4000 Arten von Papageien haben nur 3 Arten seitlich keine Federn am Kopf. Im Gegensatz zu anderen Papageien springen diese von Ast zu Ast, anstatt zu gehen. Sie fliegen langsam und sehen dabei fast wie ein Adler aus. Diese Art ist gefährdet. Die Bewohner der Insel fangen die Vögel immer noch zum Essen oder benutzen die roten Federn für Rituale. Sie werden auch auf dem schwarzen Markt verkauft, wobei die Weibchen teurer als die Männchen sind. Deshalb reißen die Verkäufer den Männchen oft die roten Federn aus. Jedoch ist es sehr schwer, sie zu halten. Die Papageien bekommen ihre lebenswichtigen Nährstoffe nur aus bestimmten Arten von Feigen, die in Neuguinea wachsen. Von einer Diät aus Weintrauben oder Birnen werden sie schnell krank. Deshalb findet man sie selten in Zoos. Der Borstenkopf, wie auch die meisten anderen Papageien, leben in Paaren, die ein Leben lang zusammenbleiben. Die schwarz-weiße, flauschige Katze hat in ihrem früheren Leben auf der Straße ein Auge verloren, bevor es neue Besitzer gefunden hat. Die Katze hat den Namen Scar bekommen, was Narbe heißt, und sie sah aus wie ein echter Pirat. Scar wurde an einem menschenleeren Ort gefunden, 2,5 Stunden von der Zivilisation entfernt. Als die Meeresbiologin Savannah Anas von dem Kätzchen erfahren hat, ist sie mit ihrem Freund sofort hingefahren und hat das Kätzchen abgeholt. Als wir es abgeholt haben, hatte es 2 Augen, aber das eine war infiziert und geschwollen und voller Eiter. Wir hatten sehr viel Angst, dass wir zu spät kamen und die Infektion schon in das Gehirn übergegangen sei und wir das Kätzchen nicht mehr retten könnten. Wir haben es 3 Stunden lang zum nächsten Tierarzt gefahren. Der Tierarzt meinte, man müsse das Auge sofort entfernen. Jedoch hatte der Arzt Angst, das kleine Kätzchen würde die Operation nicht überstehen. Scar war so klein, nicht älter als 2 Wochen alt und sehr dünn. Der Arzt befürchtete, er könnte den Beatmungsschnorchel nicht richtig anbringen und die richtige Menge an Anästhesie nicht bestimmen. Dennoch haben sie es riskiert. Die Überlebenschance war 50-50. Deshalb wollten Savannah und ihr Freund bei der Operation dabei sein, um mit ihm zu kämpfen. Das zweite Mal hatte ich Scar nach der Operation auf meinem Schoß. Und er hat geschnurrt. Er ist ein sehr starkes kleines Kätzchen. Eine Katze, die ungewöhnlicherweise wie ein Hund der Schieberrasse aussieht, hat das Internet bezaubert. Das menschliche Auge ist nicht fehlerlos, wie viele optische Illusionen und Tricks zeigen. Der Twitter-Blogger @derstern612 hat dies noch einmal bewiesen. Der Koreaner hat ein Foto von einem goldenen, im Schnee spazierenden Tier veröffentlicht. Die Farbe des Fells, der Körperbau und die Figur des Tieres deuteten darauf hin, dass es ein Shiba-Welpe sei.
Aber es stellt sich heraus, es ist überhaupt kein Hund. Dieses Tier sieht doch aus wie ein Schieberwelpe, nicht wahr? Nein, eben nicht. Das ist eine britische Kurzhaarkatze mit goldenem Fell. Das Foto der fluffigen, grünäugigen Schönheit hat das Internet mit seiner Niedlichkeit überschwemmt und hat 37.000 Likes bekommen und fast genauso viele Retweets. Was für ein dicker, warmer und runder kleiner Freund. Oh mein Gott, diese Katze ist wunderschön. Was für eine unglaubliche Niedlichkeit, sagten einige in ihren Kommentaren, in denen sie die Fotos weiterleiteten. Und nun? Wir haben dir gezeigt, dass Wunder viel öfter vorkommen, als du denkst. Wenn ihr dem zustimmt, liked unser Video. Bis bald!